Angesichts der Ehre, die mir zuteil wird, müsste ich meine Gedanken ein bisschen aufschreiben, sonst hätte ich sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr zusammengebracht. Also das folgende Stück heißt Ablenkung, was ich für Eduard Brunner geschrieben habe. Und der Bezug zum Stück, Bezug zum Titel besteht im Stück darin, dass musikalische Figuren sich möglichst schnell zu eigenständigen charakteristischen Motiven entwickeln möchten, aber abgelenkt werden durch ihnen folgende Figuren, die, um dies zu schaffen, selbst motivisch charakteristisch sein müssen. Und die Bestimmung einer jeden Figur ist also, abgelenkt zu werden und wiederum abzulenken. Also Ablenkung quasi als passive Konzentrationsschwäche, das heißt also als Unvermögen, sich in einem Zentrum zu einigen. Und Ablenkung auch als aktiver kompositorischer Willen, der dem Stück zugrunde liegt, also die Fähigkeit zu lenken, zu bewegen oder auch zu biegen, wie es im ureigentlichen Sinne des Wortes, was aus dem Althochdeutschen stammt, Lanka, lenken, Lanka, was gelenkt bedeutet, also das gelenkige, bewegliche. Und dem Biegen und Hinbiegen, das dem Gelenk eigen ist, trägt auch der Einsatz der Vierteltöne Rechnung. Und die Kraft dieser Vierteltöne liegt darin, in ihrem quasi verbogenen Timbre, also in einem sehr besonderen Klang, der daher stammt, dass das Instrument eigentlich nicht dafür gebaut ist, diese Vierteltöne zu erzeugen, sondern ein möglichst sauberes, gleichschwebendes Tonrepertoire hervorzubringen. Und genau, deswegen danke ich Ihnen, Herr Brunner, dass Sie das für mich hinbiegen und wünsche Ihnen ein Stück ohne Ablenkungen. Thank you.